Hallo und herzlich willkommen zur Maritime Innovation Update. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Lutz Kretschmann und ich bin heute Ihr Produzent der Maritime Innovation Updates. Ich freue mich sehr, unsere heutige Referentin Anissa Viswanolli ankündigen zu dürfen, die heute etwas zum Thema Personalplanung in der Schifffahrt erzählen wird. Anissa, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Lutz, für deine tolle Einführung. Wie schon angesprochen, geht es in dem Vortrag um Personalplanung in Schifffahrt und Hafen. Vor 2 Wochen hatte ich zum ähnlichen Thema vorgetragen und zwar erzählt, dass wir dort Tools und Methoden entwickelt haben, um Personalplan Optimierung der Personalplanung zu schaffen. In diesem Vortrag geht es vielmehr darum, dass wir in diesen Tools und Methoden näher betrachten und gucken, wie man von dem Aufgabenaufnahme, also von der Datenaufnahme bis hin zu dem optimierten Personalplanung kommt. Datenaufnahme. Hierfür haben wir ein kleines Tool implementiert, der auch in einer Reederei zur Anwendung gekommen ist in den verschiedenen Schiffen. Die Grundsituation, also die Ausgangssituation war, dass man wenig Daten hatte, die die Prozesse an Bord so beschreiben, dass man auf Aufgabenbasis wissen konnte, wer wie lange welche Aufgabe macht. Und dafür hat es ein Tool und Methoden gebraucht, die wenig invasiv sind, sodass die Prozesse an Bord nicht gestört werden, um solche Daten zu sammeln. Und solche Daten auf diese Detailbasis bieten dann eine sehr gute Grundlage für Daten für Auswertungen und Analysen aus verschiedenen Sichten. Zum Beispiel zu sehen, in welchem Verhältnis stehen ungeplante Wartungen zu geplanten Wartungen. Und zwar auf Aufgabenbasis. Wie sieht das Tool aus? Das ist ziemlich einfach zu benutzen. Es ist fast wie so ein Zeiterfassungssystem, nur dass man dort nochmal so im Tagesablauf, den Tagesablauf in Aufgaben dokumentiert. Man kann sich als Seefahrer in diesem Fall, kann auch in anderen Gebieten zum Einsatz kommen, sich einloggen. Man trägt ein, welche Position man belegt, ohne besondere, also personenbezogene Daten da einzugeben und kann eingeben, welche Aufgaben man im Laufe des Tages erledigt hat. Es ist möglich für die Seefahrer, die Aufgaben dort anzulegen. Es ist möglich, vorhandene Aufgaben zu benutzen. Und wenn Schiffe an Bord haben, das ist typisch bei Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel, Systeme an Bord haben, die Zeiterfassung ermöglichen, haben wir Schnittstellen zu solchen Systemen, um das um die Eingabe der Daten zu erleichtern. Was kann man daraus ablesen? Jetzt kommen wir zu der Dashboard-Variante. Also man hat die Daten gesammelt. Man kann sich für ein Schiff sowas, was hier im Hintergrund dargestellt ist, angucken, welche Aufgaben wurden von wem gemacht, welche Personen arbeiten eigentlich gleichzeitig, in welchen Aufgaben sind 2 oder 3 Personen involviert. Man kann verschiedenste Analysen fahren mit den Daten, wie zum Beispiel sich angucken, warum ist das Personaleinsatzplan total unterschiedlich für Schiffe, die ähnlich sind, die Schwesterschiffe sind und ähnliche Fahrtgebiete haben. Man kann ein bisschen erklären, ein bisschen mehr detailliert sehen und anhand der Daten erklären, wie die Leute arbeiten und wer wurde welchem Task zugeordnet und warum. Was für uns interessant ist, um auf die optimierte Personaleinsatz- und Bedarfsplanung zu kommen, ist die Korrelation der Aufgaben zu der Reise. Also wann werden welche Aufgaben gemacht? Wie stehen sie zu den Schiffsbetriebszuständen der Reise? Und wie kann man das am besten automatisieren, sodass der Benutzer am Ende wenig Eingaben zu tun hat. Weitere Möglichkeiten, Auswertungsmöglichkeiten sind da natürlich auch gegeben. Man kann die Aufgaben je nach Firmen, je nach Bedarf in verschiedene Kategorien einteilen, sich angucken, wie sich für ein bestimmtes Schiff, bestimmtes Fahrtgebiet diese Kategorien verteilen, wie viel Maintenance sind von den gearbeiteten Stunden geleistet worden, wie viel passiert ein Watchkeeping, was ist der Prozent der Aufgaben, die für den ISPS, also für diesen sicherheitsrelevanten Aufgaben im Hafen stattfinden und dies ist nur ein Beispiel für mögliche Kategorien. Man kann je nach Bedarf in der Firma die dann definieren und sich anzeigen lassen.
Interessant ist, aus diesem einfachen Tool abzulesen, dass die Plant Maintenance, man viel mehr über die Plant Maintenance Aufgaben erfährt. Man sieht nicht nur, wer dafür zuständig ist und ob eine Aufgabe im Due Date, also in dem Frist erledigt worden ist, sondern wie viel hat es tatsächlich für diese Aufgabe Bedarf, also wie viel Zeit, welche Personen haben die Aufgabe gemacht, wie viele waren gleichzeitig involviert, was bisherige, jedenfalls die Plant Maintenance Systeme, die wir uns angesehen haben, nicht anbieten. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum wir diese ganzen Datenaufnahmen machen, also abgesehen von den schönen Analysen, dass man halt datenbasiert miteinander reden kann, wollen wir letztendlich optimierte Personaleinsatz und Bedarfsplanung ermöglichen. Und dort fließen diese Aufgaben, die wir definiert haben, in den Systemen rein. Und man kann halt, ich möchte halt paar Wörter zu der Reiseplanung und die Art und Weise, wie wir die Reise planen und wie wir das ermöglichen im System erzählen. Die Reise kann man sich vorstellen wie ein digitales Logbuch. Also wir teilen sie in den Schiffsbetriebszustände, die man sich vorstellen kann, einmal als navigationsbezogen, wie Transit, Hafen, auf Rede liegen oder der Lotse kommt an Bord, der Lotse geht von Bord und alle Bereiche vom Reise, die was mit dem Arbeitspaketen an Bord zu tun haben. Und das sind zum Beispiel, ob ein Schiff gerade bunkert, ob ein Schiff gerade Cargo Operations tut oder Administratives wegen Prüfungen von verschiedenen Behörden gerade stattfinden, was auch mit Arbeit an Bord verbunden sind. Und die Aufgaben, die wir vorhin gesehen haben, werden in Korrelation gesetzt zu diesem Schiffsbetriebszustand. Manche sind fix gebunden mit dem Schiffsbetriebszustand, manche sind flexibel. Also sie müssen zum Beispiel im Transit, muss irgendeine Aufgabe wie das Checken der Reefer-Containers in einem Containerschiff, muss 2 Stunden lang im Transit gemacht werden, egal wann. Und so versuchen wir, möglichst realistisch eine Reise abzubilden und die Verknüpfungen automatisch zu erstellen zu den Aufgaben, damit die Algorithmen so einen Plan erstellen können und der Benutzer nicht mehr zu tun hat, als diese Reise einfach einzugeben und anzupassen und sich das dann am Ende ein Schedule ausgeben zu lassen, die regelkonform ist mit dem STCW-Regeln oder Flaggenregeln des Schiffes und alle firmenspezifische Bedarfe an den Aufgaben erfüllt. Was kann man aus diesem Schedule noch weiteres ablesen? Den Personalbedarf, und zwar deren Verteilung hier ist tageweise für diese eine Reihe, die ich gerade präsentiert habe. Man sieht in Häfen, das ist diese mittlere Säule, braucht man mehr Personen, als wenn man gerade auf hoher See ist. Man kann diese Bedarfverteilung sich angucken und den mit dem Safe Manning Zertifikat des Schiffes abgleichen und gucken, komme ich klar mit meinem Safe Manning? Ist Safe Manning genug für diese Reise und dieses Schiff? Brauche ich vielleicht mehr Personen? Partner von uns haben aufgrund solcher Berechnungen oder mithilfe solcher Berechnungen unterschiedliche Entscheidungen in Bezug auf Riding Gangs. Das sind zusätzliche Crew, die an Bord geht, nur im Hafen und hilft bei den Hafenarbeiten, wo der Arbeitslast so groß ist. Und damit kann man halt errechnen, wann wäre ein Riding Gang Crew sinnvoll und wann nicht. Wann sollte man vielleicht einen Offizier tatsächlich mehr an Bord schicken für die ganze Reise, um den sicheren Schiffsbetrieb zu gewährleisten. Weiterhin kann man Szenarien rechnen, die mit Maintenance zu tun haben. Man kann mit und ohne Maintenance-Aufgaben rechnen und sich angucken, welchen Effekt hat das auf dem Crew-Komplement. Und auf der linken Seite sehen wir ein Crew-Komplement ohne Plant-Maintenance-Jobs. Da haben wir nur 8 Deckmatrosen. Sollten alle Plant-Maintenance stattfinden, wie man sich das in der Strategie oder in dem System eingegeben hat, braucht man 9 Deck-Ratings. Und dann sieht man ganz genau, welchen Mann mehr dafür gebraucht wird, um die Plant Maintenance Jobs in deren Due Date zu gewährleisten.
Das Ganze sieht ähnlich aus an Bord, nur dass es dort kein Bedarf errechnet wird, sondern der Personaleinsatzplan für die Crew an Bord erstellt wird, und zwar direkt per Knopfdruck. Also der Master oder der Chief Officer kann sich diesen Voyage-Reise, also die Reise anlegen, der digitalen Logbuch, und sich errechnen lassen, wie soll er seine Leute verteilen am besten. An Bord können halt unvorhersehbare Sachen passieren, wie zum Beispiel der zweite Ingenieur fällt aus. Es geht darum, dass seine Aufgaben trotzdem erledigt werden müssen. Und sollte man das per Hand tun, was zurzeit heute passiert, ist das eine ziemlich schwierige Aufgabe. Also man versucht, die Aufgaben so zu verteilen, dass möglichst wenig Leute in Compliance dadurch werden. Und das kann das Programm für einen ganz gut. Das ist das Ergebnis. Also die rote Kreuze sind alle Zusatzaufgaben um andere Personen herum, die genau die Aufgaben von dem zweiten Ingenieur übernehmen müssen, damit das Schiff weiter sicher fährt und sie trotzdem halbwegs nicht so viele Non-Compliances haben. Also möglichst viel Restzeiten. Das ist eine der Anwendungsfelder, wie man das SCADAs Onboard-Modul benutzen kann. Weitere Anwendung ist, dass der Planer halt einen Plan ausgeben lassen kann, wenn die Reise sich ändert, wenn der Lotse sich verspätet um 2 Stunden. Der Betrieb muss trotzdem weiterlaufen und die Leute müssen in diesen 2 Stunden halt Zeit haben, den Lotsen im Empfang zu nehmen, ohne in Überstunden zu laufen und damit auch in Übermüdungsbereiche. Und so komme ich eigentlich auch zum Schluss meines Vortrags. Letztendlich sind diese Tools, also die mögliche Anwendung, die ich dargestellt habe, sei es nur von dem Datenauswertung oder Datensammlungstool, als auch zu diesen Optimierungstools im Office und im Onboard, dienen dazu, dass man eine bessere Qualität liefert als Firma. Man kann zwischen Land- und Bordseite eine bessere Verbindung erstellen, datenbasiert, bessere und transparente Kommunikation. Und am Ende helfen diese Tools bei der Entscheidungsunterstützung, wie man dem Personal, also die Ressource, die ziemlich teuer ist und wo man aufpassen müsste, wie man das am besten einsetzt, sodass alle Parteien im Grunde genommen zufrieden sind und regelkonform sind. Und das sind einige der Vorteile von SCADAs, von diesen einzelnen Modulen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass man als Firma dadurch die Qualität der Dienstleistung, nämlich des Fahrens von A nach B, verbessert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die schönen Fragen und Diskussionen. Vielen Dank. Anisa, vielen, vielen Dank. Das war echt spannend, hat mir gut gefallen und ich habe wieder was gelernt. Es gibt ein paar Fragen und ich habe auch noch eine Frage. Aber fangen wir erstmal mit den Fragen der Zuhörer an. Oha. Und zwar ist die erste Frage, ob du noch mal darauf eingehen kannst, wie die STCW-Anforderungen im Programm genau abgebildet werden. Ja. Die STCW-Anforderung, mache ich einfach mal einen Plan auf. Die STCW-Anforderungen sagen, dass man in jedem Block, in dem man anfängt zu arbeiten, das heißt zum Beispiel hier, das wäre eine Anfangszeit von Arbeiten, von Rest auf Arbeitszeit, ab hier kontrolliert das Programm, ob die nächsten 24 Stunden, nämlich vielleicht diesen Bereich hier, ob dort mindestens 10 Stunden Pause eingehalten worden sind und davon 6 im Block. Also das ist der sogenannte Blockregel, so nennen das viele, dass 6 Stunden von den 10 Stunden zusammenhängend sein sollen, damit die Leute genug schlafen. Genauso prüft das Programm ab diesem Zeitpunkt auch die 7-Tage-Regel, ob die Mindestruhezeit in den nächsten 7 Tagen, zwar für alle diese halbe Stunde, die nächsten 7 Tage passiert, auch eingehalten wird. Wir haben auch die Möglichkeit, dort diese Exceptions, STCWs haben Exceptions. Sie sagen zum Beispiel, man darf diese Tagesregel, diese Blockregel brechen, wenn man 2 Tage hintereinander nach dem Regelbruch wieder konform fährt.
Und das kann das Programm auch prüfen, genauso wie mit dem Wochenregel. Also im Grunde genommen gehen unsere Prüfroutinen hier rein, immer zu jedem Anfang und prüfen genau die 24-Stunden-Blockregel, die 7-Tage-Blockregel und die Exceptions, falls da welche erwünscht sind. Es gibt Flaggen, die das nicht erlauben, zum Beispiel die deutsche Flagge, da werden sie einfach nicht geprüft. Super, vielen Dank. Dann gibt es noch eine zweite Frage, inwiefern man denn das SCEDAS Onboard-Tool nutzen kann, um MLC-Nachweise zu führen über die Arbeitszeiten. Vielleicht kannst du das noch einmal etwas erklären. Ja, das kann man sehr gut nutzen. Man sieht hier, dass, die Schedules, die können gerne in diesen, in dem ersten Tool, den ich gezeigt habe, reinfließen und dort den Arbeitsstundenzettel von dem Personen automatisch zu befüllen. Derjenige, der Seefahrer, kann zustimmen oder halt ändern, je nachdem, wie er gearbeitet hat. Und wir sind von der deutschen Flagge zertifiziert worden, dass wir die Regel tatsächlich nach Gesetzgebung prüfen automatisch und können ein PDF am Ende erstellen, die diesen MLC-Format hat. Und das benutzt ein Kunde von uns genauso, um das dem Hafenstaatenkontrollen vorzulegen. Super. Vielen Dank, Anissa. Wir haben es 12.16 Uhr. Die Mittagspause neigt sich dem Ende zu. Und von meiner Seite vielen, vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Danke auch. Und an alle Zuhörer von meiner Seite einen schönen zweiten Advent. Und dann freue ich mich, in einer Woche tauschen Anissa und ich wieder die Rollen. Dann darf ich einen Vortrag halten und Anissa darf mich im Hintergrund produzieren. Ja. Prima. Vielen Dank. Also, vielen Dank. Machen Sie es gut und hoffentlich bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke sehr. Tschüss.